willkommen zu einem neuen Unboxing von uns. Heute stelle ich mal ein PS3-Game vor. Ja, haha, ich darf es auch mal. So, der erste Schock begann beim Paket. So hat Amazon versendet. Anstatt ein stabiles Päckchen zu nehmen, nahmen sie dieses Ding. Gut. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an. Ich will das Teil sehen. Und ja, es ist heute erschienen. Amazon exklusiv und tolles neues Game, hoffe ich. Ich habe jetzt gerade noch mit der Packung zu kämpfen. Ich würde es hinlegen. Das knallt gleich. Wir nehmen nicht alles raus. Das hat Gründe für ein weiteres Video. So. Da ist es. Soul Calibur 5 in der Collector's Edition Amazon exklusiv. So sieht es von vorne aus. Von der Seite. Von der Seite und von der anderen zeige ich es euch nicht. Ha, ha, ha. So, jetzt machen wir es mal auf. Ja, ist jetzt schon der fünfte Teil. Wir sind große Fans der Reihe. Und ja, nach dem genialen dritten Teil mit den, wie hieß er? Chroniken des Schwertes-Modus war Teil 4 ein eher mau. Und ja, wir hoffen, dass Teil 5 jetzt besser wird. Der Charaktererstellungsmodi wird extrem interessant. Und ja, die Story ist ja jetzt diesmal etwas neu gerundet. Und ja, ich will jetzt auch nicht viel spoilern. Ich mach das Ding jetzt auf. Will ich. Schaffst du? Gut, das war jetzt schon mal schwerer. Schütteln, einfach schütteln. Schütteln. Von beiden Seiten. Schütteln, schütteln, schütteln. Da ist es. Verdammt cool gemacht, hat einen Regeldruck. Hier oben sieht es aus wie ein altes, vergilbtes Buch. So von der Seite, so von hinten. Ja, ist auch sehr massiv. Sieht richtig geil aus. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. So, dann haben wir hier die Making-of-DVD. So, und jetzt geht's los. Hier haben wir eine Karte von dem neuen Hauptcharakter. Das soll das signierte Dings sein. So, nun haben wir in Pergamentform geschriebenen Brief. Hier erzählen die kurz was über die Collector's Edition von den Machern hier irgendwie. Und ja, Facebook-Werbung auch wieder runtergeklatscht. Ja, sieht cool aus. Nicht cool gemacht. So, jetzt kommen wir zu dem geilen Artbook. Ja, hier haben wir einige Charaktere drin. Oh. Das sind jetzt, glaube ich, alle Charaktere, so wie das aussieht. Nicht alle, aber es ist ein Großteil drin vermittelt. Siegfried. Nein, mehr. Mitsurugi. Da ist er. Cervantes. Mein Lieblingscharakter. Sieht jetzt hier menschlich aus. Ich bin gespannt. Und ja, das ist das Artbook. Von innen. So aus. Sieht richtig gut aus. So, nun kommen wir zum Game. Die Standard Array halt. So sieht's aus. Hat leider kein Wendecover. Oh, nicht die Standard Array, sehe ich gerade. Hier haben wir das, die Anleitung, die Disc und die Original Soundtrack CD. Ja, finde ich super, dass dann Soundtrack-CD und das Making-of bei ist, auf DVD. Klasse gemacht. Das hier hätte jetzt auch ein Digipack sein können, oder das wäre noch schöner gewesen, aber alles in allem eine Top-VÖ. Ja, Teil 3 und 4 gab es ja nur in normalen Versionen. Das hier ist jetzt die Platinum-Edition. Das hier spielen wir übrigens immer noch, das macht uns immer noch viel Spaß. Haben wir gerade wieder für uns entdeckt. Und ja, da sind wir gerade bei Chroniken des Schwertes bei. Mein persönlicher Lieblingsteil der Reihe, Teil 1, 2 habe ich aber nicht gespielt. Ja, das war Teil 3. Also ich stelle jetzt nur noch mal so vor. Das ist Teil 4. Das nehme ich der USK übrigens sehr übel. So sieht es von hinten aus. Ja, ich bin gespannt, wie dieser Teil ist. Ich hoffe, er ist besser als Teil 4. Wir freuen uns sehr drauf und das wird auch gleich gezockt. Aber erst kommt jetzt noch ein neues Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, hier zeige ich euch noch mal alles.
dabei. Artbook. Pergamentbrief. Und die Karte. Ja. Hat zwar einiges gekostet, aber ich würde sagen, ist eine glatte Empfehlung von mir. Haben sie super gemacht. Ist keine einfache Collector's Edition, sondern schon was Besonderes in diesem Buchding, finde ich. Kann man nicht stehen. Und ja, ist jeden Cent wert. Ich hoffe, das Spiel ist auch gut. Aber da gehe ich mal fest von aus. Und dann bis später.